Nachdenkseiten. Die kritische Website. Chinesische Pflegekräfte. Das böse Spiel mit dem Fachkräftemangel. Von Jens Berger. Da hierzulande rund 30.000 Fachkräfte im Pflegebereich fehlen und potenzielle Bewerber aus der EU einen weiten Bogen um das Niedriglohnparadies Deutschland machen, will die Bundesagentur für Arbeit nun im großen Stil Pflegekräfte aus China und den Philippinen anwerben. Doch was sich hinter dem vermeintlichen Fachkräftemangel versteckt, ist eigentlich vielmehr die logische Folge der Privatisierung des Gesundheitssystems. Der drohende Pflegenotstand wurde mutwillig herbeigeführt und ist politisch durchaus gewollt. Nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind aktuell 18.000 offene Stellen in der Kranken- und Altenpflege nicht besetzt. Der Arbeitgeberverband Pflege geht sogar von aktuell 30.000 fehlenden Fachkräften aus. Wenn man bedenkt, dass seit dem Beginn der großen Privatisierungswelle im Jahr 1995 alleine in der Krankenpflege rund 50.000 Vollzeitstellen abgebaut wurden und die anfallende Arbeit nicht weniger, sondern mehr wurde, kann der jetzige Fachkräftemangel kaum verwundern. Vor allem die privaten Krankenhausbetreiber haben diesen Mangel mit aller Macht herbeigeführt. Um die gesteckten Renditeziele zu erreichen, mussten die Kosten heruntergefahren werden, und im Gesundheitssektor sind die Personalkosten nun einmal der einzige Kostenblock, bei dem nennenswertes Sparpotenzial vorhanden ist. Verzeihung, Ihr Sparschwein hat gerade eine Krankenschwester verschluckt. 20% aller vollzeitbeschäftigten Krankenpfleger beziehen ein Bruttoeinkommen von unter 1.500 Euro und weitere 20% zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Nur 13% beziehen mehr als 3.000 Euro brutto pro Monat. Zu den besser verdienenden Krankenpflegern zählen dabei meist ältere Arbeitskräfte, die noch alte Arbeitsverträge nach dem TVÖD haben, die im Rahmen der Privatisierung übernommen werden mussten. Auch wenn dies kein Klinikbetreiber je offen zugeben würde, das größte Einsparpotenzial bei den Lohnkosten lässt sich dadurch erreichen, ältere Mitarbeiter freizusetzen und durch neue, jüngere Mitarbeiter zu ersetzen, die nach den wesentlich schlechter dotierten Haustarifen bezahlt werden. Und wer nicht freiwillig seinen Beruf an den Nagel hängt, wird durch Arbeitsverdichtung mürbe gemacht. Heute versorgt eine Pflegekraft rund 25% mehr Fälle als vor 15 Jahren. Eine groß angelegte Befragung des Pflegepersonals durch das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung ergab, dass 60% der Befragten angaben, dass nicht in jeder Schicht ausreichend examiniertes Personal zur Verfügung stehen würde, um die Versorgung fachlich abzusichern. 40% der Beschäftigten gaben an, ein arbeitsgefährdendes Überstundenkontingent angehäuft zu haben. Die jeden Monat geleisteten Überstunden entsprechen dabei einem Äquivalent von 15.000 Vollzeitstellen. Als letzter Ausweg bleibt den überforderten Pflegekräften oft nur eine Überlastungsanzeige. Das Herrschaftsprinzip Divide et Impera, teile und herrsche, funktioniert jedoch vor allem in den privatisierten Häusern, in denen der Betriebsrat oft systematisch behindert und das Personal unter Druck gesetzt wird. Das systematische Versagen wird auf die Angestellten abgewälzt, der Druck auf die Mitarbeiter bis zum Maß der Unerträglichkeit gesteigert. Nicht wenige Mitarbeiter zerbrechen an diesem Druck und kündigen ihren Job. Wir basteln uns einen Fachkräftemangel. Für jüngere Menschen ist ein Job, bei dem eine hohe physische und psychische Belastung mit einem niedrigen Gehalt einhergeht, jedoch auch nicht sonderlich attraktiv. Vor allem im Süden der Republik fällt es den Krankenhausbetreibern immer schwerer, überhaupt noch geeignete Kräfte zu diesen Konditionen zu finden. Die eigentliche Bombe tickt jedoch bereits bundesweit. In keinem anderen Berufszweig ist der Altersdurchschnitt so hoch wie in der Krankenpflege. Da sich aber nur jeder zweite Beschäftigte vorstellen kann, diesen physisch wie psychisch anspruchsvollen Job bis zum Eintritt ins Rentenalter auszuüben, wird die Branche schon bald ein Nachwuchsproblem bekommen. Da die Zahl der Ausbildungsplätze bundesweit stark rückläufig ist, dürften die Konzerne schon bald in Schwierigkeiten geraten, die vorhandenen Stellen überhaupt noch besetzen zu können. Die Hoffnung, schlecht bezahlte Stellen in Häusern mit einem miserablen Arbeitsumfeld mit ausländischen Fachkräften ausgleichen zu können, ist der feuchte Traum einiger Controller in den Krankenhauskonzernen. Doch bei den momentanen Rahmenbedingungen wird sich dieser Traum nicht erfüllen, und auch das ist nicht sonderlich überraschend.
Schon am Beispiel der polnischen Pflegekräfte hat sich gezeigt, dass sie lieber einen besser bezahlten Job in der Schweiz, in Schweden oder in Großbritannien annehmen, als ins Niedriglohnparadies Deutschland zu emigrieren. In Polen herrscht derweil aufgrund der Abwanderung der Fachkräfte selbst ein akuter Mangel, der mit geringer qualifizierten Kräften aus der Ukraine ausgeglichen wird. Einen Bogen um das Niedriglohnparadies Deutschland. Wie der Arbeitgeberverband Pflege eingesteht, ist Polen da kein Einzelfall. Auch aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn konnten deutsche Arbeitgeber nur wenige Pflegefachkräfte anwerben. Und auch die erhoffte Zuwanderung von Pflegekräften aus Bulgarien, Rumänien und den jugoslawischen Nachfolgestaaten will nicht so recht in Gang kommen. Doch wen mag das ernsthaft wundern? So funktioniert nun einmal Marktwirtschaft. Solange deutsche Arbeitgeber keine ordentlichen Löhne zahlen und für gute Arbeitsbedingungen sorgen, werden mehr oder minder freizügige europäische Arbeitnehmer auch weiterhin einen Bogen um Deutschland machen und unsere Politiker und Leitartikler einen Fachkräftemangel beklagen. Und wenn selbst Bulgaren und Rumänen die Löhne in Deutschland zu gering sind, muss man seine Billigarbeitskräfte halt in den echten Niedriglohnländern vor Ort requirieren. Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ZAV der Bundesagentur für Arbeit startet nun Pilotprojekte in China und auf den Philippinen, um ausgebildete Pflegerinnen für deutsche Krankenhäuser und Pflegeheime zu finden. Das erinnert frappierend an das Phänomen der chinesischen Gastärzte, mit dem sich die Nachdenkseiten im Herbst letzten Jahres schon beschäftigt hatten. Ist es wirklich so schwer, die eigentlichen Gründe für den Personalnotstand im Pflegebereich zu erkennen? Begreifen die Verantwortlichen denn überhaupt auch nur die Grundlagen des Arbeitsmarktes? Würde man die Beschäftigten im Pflegebereich auch nur ein wenig besser bezahlen und vor allem besser behandeln, gäbe es auch keinen Fachkräftemangel. Der Berufsstand, der so sehr wie kaum ein anderer für unser Wohlbefinden verantwortlich ist, gehört zu den schlechtest bezahlten Berufen unseres Landes. Das ist eine Schande. Doch anstatt sich zu empören und entgegenzusteuern, will unsere Gesellschaft nun die Perversion auf die Spitze treiben und Billigarbeitskräfte aus Fernost importieren. Noch vor wenigen Jahren hätte man dies zu Recht für ein Schauermärchen gehalten. Wo sind wir gelandet? Wie konnte es so weit kommen? Warum tut niemand etwas dagegen? Ist unsere Gesellschaft wirklich schon so weit vor die Hunde gekommen? Nachdenkseiten. Die kritische Website. Profit statt Patientenwohl? Und wo bleibt der vielgepriesene Wettbewerb? Von Albrecht Müller. Die ARD brachte letzte Nacht einen kritischen Beitrag zur Krankenhausversorgung. Nachts um 0.20 Uhr und heute Morgen um 7 Uhr. Das ist typisch. Die wenigen kritischen Beiträge werden versteckt. Machen Sie bitte in Ihrem Umfeld auf diesen Fernsehbeitrag aufmerksam. Den Ankündigungstext finden Sie in der Anlage. Es ist wichtig, im Zusammenhang mit der Privatisierung und der Konzentration der Krankenhausversorgung auf im Wesentlichen 4 private Konzerne jenseits der noch verbliebenen kommunalen und kirchlichen Krankenhäuser auf die Tatsache hinzuweisen, dass Markt und Wettbewerb in vielen Fällen nicht mehr funktionieren. Davon abgesehen, dass der Markt bei der Gesundheitsversorgung ohnehin nicht die optimale Regelungstechnik ist. In weiten Regionen unseres Landes wurden Kreiskrankenhäuser oder städtische Krankenhäuser, die als Quasi-Monopol für die Versorgung einer Region zuständig waren und schon deshalb mit Recht in öffentlicher Verantwortung betrieben wurden, in ein privates Monopol überführt. Das widerspricht marktwirtschaftlichen Regeln und ist schon deshalb höchst fragwürdig. Hinzu kommt die im Film beklagte Orientierung am Profit der privaten Eigentümer und ihrer Aktionäre. Das kann nicht gut gehen. Wir sollten die Rekommunalisierung der privaten Kliniken für die Neuformulierung der politischen Programme der Parteien anmelden. Nutzen Sie bitte lokale und regionale Geschehnisse, die aus der Privatisierung der Kliniken folgen, um auf diesen Skandal und die Notwendigkeit einer Änderung aufmerksam zu machen. Schalten Sie sich in die Diskussion ein. Machen Sie Ihre örtlichen Mandatsträger auf die führenden Missstände aufmerksam und beobachten Sie, ob bei den Entscheidungen für die Privatisierung politische Korruption im Spiel war und ist.
Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Versuche, die skandalösen Vorgänge und die Folgen für die Gesundheitsversorgung der Mehrheit sichtbar zu machen, sind wichtig. Denn die Gegenkräfte sind bestens organisiert und mit einem hohen Potenzial an Public Relations Mitteln ausgestattet. Noch eine Anregung: Protestieren Sie bei der ARD gegen die Ausstrahlung zur Schlafenszeit und fordern Sie eine Wiederholung zu einer besseren Sendezeit. Anlage: Ankündigungstext zur Dokumentation Profit statt Patientenwohl. Ein Film von Christian Jentsch. Längst übernehmen große Konzerne wie Rhön, Helios, Sana und Asklepios flächendeckend ehemals kommunale oder kirchliche Kliniken und verändern damit die Krankenhausversorgung grundlegend. Zunehmend werden auch Arztpraxen aufgekauft und zu profitablen Gesundheitszentren ausgebaut. Private Zusatzversicherungen sollen zudem für eine bessere stationäre Versorgung sorgen. Natürlich in den eigenen kommerziellen Kliniken. Das Ziel der großen Medienkonzerne ist eindeutig. Die Gesundheitsversorgung soll Rendite einbringen. Patienten sind Kunden. Es geht um Stückkosten. Die Reportage berichtet über die dramatischen Folgen für Patienten, Ärzte und Pflegepersonal. Die medizinische Versorgung wird zu einem reinen Kostenfaktor. Bleibt eine Gesundheitssicherung auf gutem Niveau auch in Zukunft noch allen Bevölkerungsgruppen frei zugänglich? Dr. Paul Brandenburg, Unfallchirurg aus Berlin, fordert radikales Umdenken, ermuntert Kollegen und Krankenhauspersonal, Missstände öffentlich zu machen, sich gegen das Diktat der Medizinkonzerne zu wehren. Ähnlich wie bei WikiLeaks packen jetzt Insider auf der Internetplattform MedLeaks aus. Wie können in dieser wirtschaftlichen Konkurrenzsituation kirchliche und kommunale Krankenhäuser überleben? Und was bedeutet die Gesundheitssicherung für unsere Gesellschaft überhaupt? Einen ethischen, moralischen oder gar religiösen Auftrag? Einen Kitt über alle sozialen Grenzen hinweg? Oder ein selektives, auf Gewinnmaximierung ausgerichtetes Profitcenter, in dem die Stärksten die besten Chancen haben? Dienstag, 15.10. 0.20 Uhr bis 1.05 Uhr. Dauer der Dokumentation 45 Minuten. Nachdenkseiten. Die kritische Website. Gesundheitsreform als Täuschungsmanöver. Von Wolfgang Lieb. Inzwischen mussten sich die Deutschen ja daran gewöhnen, dass alles, was die Politik Reform nennt, entweder zu Sozialabbau oder zu einer Mehrbelastung der Arbeitnehmer führt. Mit der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung leistet sich die Politik ein besonders hinterhältiges Täuschungsmanöver, um die Mehrbelastung der Versicherten zu vertuschen. Da soll also zunächst 2015 der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung von jetzt 15,5 auf 14,6% sinken. Als besonderes Bonbon für die Arbeitnehmer soll deren bisheriger Sonderbeitrag von 0,9 gestrichen werden und auf 7,3% gesenkt werden, also wieder auf der Höhe des Arbeitgeberanteils liegen. Wie bei einer Mausefalle legt man für die Versicherten ein bisschen Speck als Köder aus, um sie in diese Reformfalle zu locken. Für 20 Millionen, so verkündet der neue Bundesgesundheitsminister, werde die Krankenversicherung günstiger. Ob und wie viele Versicherte tatsächlich entlastet werden, lässt sich jedoch erst im Herbst einigermaßen abschätzen, wenn die Kassen für das Jahr 2015 planen, meinte die Chefin des Kassenspitzenverbandes Doris Pfeiffer. Doch selbst wenn sich viele Hoffnungen auf geringere Beitragszahlungen im kommenden Jahr machen sollten, dann wird es rasch ein nüchternes Erwachen geben. Denn wenn erst einmal das Gesetz ohne Protest und Widerstand verabschiedet sein wird, erfolgt schon ein Jahr später das dicke Ende. Dann sollen nämlich die Kassen von den Versicherten Zusatzbeiträge nehmen können. Und diese werden, angesichts der ziemlich sicher prognostizierbaren Steigerung der Gesundheitskosten, auf absehbare Zeit deutlich höher liegen dürfen als die 0,9% Sonderbeitrag, die ausschließlich die Versicherten bisher zahlen mussten. Der Essener Gesundheitsökonom Jürgen Wasem geht davon aus, dass der Zusatzbeitrag im Schnitt aller Kassen jedes Jahr um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte steigen wird und schon 2017 bei 1,3 bis 1,5%, wohlgemerkt nur für die Arbeitnehmer, zusätzlich liegen dürfte. Das Bundesversicherungsamt rechnet sogar mit Zusatzbeiträgen von 1,6 bis 1,7%.
Nach Berechnungen des Kieler Instituts für Mikrodatenanalyse bedeutet eine Erhöhung des Zusatzbeitrages um 1,4% für den Durchschnittsverdiener mit rund 2.500 Euro Einkommen schon 423 Euro und für einen Gutverdiener mit 4.050 Euro 680 Euro im Jahr. Wenn aber ein durchschnittlicher Haushalt pro Jahr 109 Euro mehr für Strom bezahlen muss, dann gilt das als Katastrophe und führt zu einer Wende in der Energiewende. Bei den künftigen Zusatzbeiträgen, die von den Kassen erhoben werden dürfen, bedient sich die Regierung eines weiteren Täuschungsmanövers. Es soll der Eindruck erweckt werden, dass es in Zukunft wieder gerechter zugeht. Statt der seit 2011 nach oben nicht mehr unmittelbar begrenzten einkommensunabhängigen Kopfpauschale soll der Zusatzbeitrag künftig vom Einkommen abhängig sein, also als prozentualer Satz vom beitragspflichtigen Einkommen bis 4.050 Euro erhoben werden. Das Modell, wonach jeder gleich viel Zusatzprämie, Kopfpauschale oder Gesundheitsprämie, zahlen soll, hatte sich schon bei den früheren Gesundheitsreformen 2010 viel Unmut eingehandelt. Die damit verbundene soziale Ungerechtigkeit hatte man damit zu übertünchen versucht, indem man 2011 einen für kaum jemand durchschaubaren Sozialausgleich einführte. Die Arbeitgeber sollten überprüfen, ob der durchschnittliche Zusatzbeitrag mehr als 2% des beitragspflichtigen Einkommens ausmacht. Künftig soll es aber nicht einmal mehr die von der schwarz-gelben Koalition immerhin noch vorgesehene persönliche Belastungsgrenze für den Anstieg der Beiträge mehr geben. Allein durch diese Reform spart der Bund bis 2018 rund 5 Milliarden Euro bei den Ärmsten der Armen, weil der Sozialausgleich aus Steuermitteln wegfallen wird. Die Zusatzbeiträge können künftig unbegrenzt steigen. Dass der Wettbewerb zwischen den Kassen hier eine Obergrenze setzen wird, weil die Versicherten in Kassen mit niedrigen Zusatzbeiträgen flüchten könnten, ist eine Hoffnung, die schon in der Vergangenheit nicht in Erfüllung ging und die in Zukunft noch mehr enttäuscht werden dürfte. Schon jetzt ist absehbar, dass die Ausgaben des Gesundheitsfonds im kommenden Jahr seine Einnahmen übersteigen werden. Das liegt auch daran, dass der Bund den Ausgleich für sogenannte versicherungsfremde Leistungen, zum Beispiel Familienmitversicherung, von gesetzlich festgelegten 14 Milliarden Euro in den Gesundheitsfonds bis 2018 um 10 Milliarden zurückfahren will. Das heißt aber, dass auch solche Kassen, die bisher durch keine oder geringere Zusatzbeiträge von Wechselwellen, vor allem jüngerer, gesünderer Versicherter in der Vergangenheit profitiert haben, ihre Einnahmen erhöhen müssen. Ob nun der Zusatzbeitrag bei einer Kasse um 0,7 oder um 1,2% erhöht wird, dürfte kaum noch transparent sein, zumal Zusatzbeiträge künftig gleich vom Arbeitgeber an die Kassen überwiesen werden sollen. Mit dem sozialen Mäntelchen eines künftigen einkommensabhängigen Zusatzbeitrags will aber die Politik verdecken, dass künftig und für unbegrenzte Zeit alle Steigerungen der Gesundheitskosten bzw. alle Ausgabenerhöhungen der Kassen ausschließlich und allein von den Arbeitnehmern bezahlt werden müssen. Der Arbeitgeberanteil an den gesetzlichen Krankenversicherungen bleibt bei 7,3% gesetzlich festgeschrieben. Hier ein Zitat. Mit der weiteren Festschreibung des Arbeitgeberanteils bei 7,3% halten wir an dem Ziel fest, arbeitsplatzgefährdende Steigerungen zu vermeiden, sagte Gröhe. Hier wird also der Mythos der Lohnnebenkosten wieder aufgebaut, der nun seit Jahren von der Wirklichkeit zerstört worden ist. Deutschland liegt bei diesem politischen Tarnwort Lohnnebenkosten im unteren Mittelfeld. Die Lüge, von den zu hohen Lohnnebenkosten wieder aufzutischen, wo doch durch einen Rekordleistungsbilanzüberschuss nach dem anderen in den zurückliegenden Jahren nun selbst bei der EU-Kommission angekommen ist, dass die Deutschen durch Lohnstagnation und vergleichsweise gering ansteigende Lohnstückkosten nun sämtliche Nachbarn niederkonkurriert haben, ist schon eine dreiste Frechheit. Selbst die kleine Chance, dass finanzstärkere Kassen wie in der Vergangenheit Prämien ausschütten und Beiträge zurückerstatten können, wird den Versicherten in Zukunft genommen. Aber die Deutschen nehmen es ja seit Jahren klaglos hin, dass ihnen bei jeder Reform in die Taschen gegriffen wird.
Nachdenkseiten. Die kritische Website. Gesundheitsausgaben 2012 übersteigen 300 Milliarden Euro. Eine Kostenexplosion sieht anders aus. Von Wolfgang Lieb. Seit Jahren lesen und hören wir ständig Schreckensmeldungen über Kostenexplosionen im Gesundheitswesen. Die alternde Gesellschaft und der medizinisch-technische Fortschritt werden üblicherweise als Gründe für die Kostensteigerungen genannt. Eine Gesundheitsreform nach der anderen wurde damit begründet, dass die Kosten gedämpft oder zumindest der Kostenanstieg begrenzt werden müsste, damit die Beitragssätze für die Krankenversicherungen nicht weiter ansteigen und die sogenannten Lohnnebenkosten keine Arbeitsplätze gefährdeten. Auch gestern wählte das Statistische Bundesamt mal wieder eine besorgniserregende Schlagzeile. Gesundheitsausgaben 2012 übersteigen 300 Milliarden Euro. Eine Kostenexplosion sieht allerdings anders aus. Nahezu alle Medien schlossen sich dieser Alarmmeldung aus Wiesbaden an. Ausgaben für Gesundheit knacken 300 Milliarden Grenze. Die Ausgaben für Gesundheit sind in Deutschland so hoch wie nie zuvor, titelte der Spiegel. Sogar die Nachrichtenagentur Reuters meldete, Zitat, Gesundheitsausgaben übersteigen erstmals 300 Milliarden Euro. Die öffentlichen und privaten Ausgaben für den Gesundheitssektor haben einen neuen Rekord erreicht. Zitat Ende. Tatsächlich sind die gesamten Gesundheitsausgaben im vom Statistischen Bundesamt jetzt erfassten Jahr 2012 um 2,3% höher als 2011. Ja, in absoluten Zahlen sind die Ausgaben so hoch wie nie zuvor. Doch was heißt das schon? Im Jahr 2012 lag die Inflationsrate in Deutschland bei 2,0%. Das heißt, die Gesundheitsausgaben sind real um 0,3 Prozentpunkte angestiegen. Ist das die Meldung über einen neuen Rekordwert? Die Nominallöhne stiegen im selben Zeitraum übrigens um 2,6%. Das ist nach Abzug der Inflationsrate auch nicht gerade viel, jedoch immerhin ein Vergleichswert, der deutlich macht, dass der Anstieg der Gesundheitsausgaben nun nicht gerade zur weiteren Verarmung führt. Vergleicht man die Gesundheitsausgaben mit der rechnerisch einzig sinnvollen Größe, nämlich der Wirtschaftsleistung, so machten diese Ausgaben 11,3% des Bruttoinlandsprodukts aus. Im Jahr zuvor lag der Anteil der Gesundheitsausgaben bei 11,2% und im Jahre 2010 lag er mit 11,6% sogar höher. Seit 20 Jahren ist der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP von 10,1 auf 11,3%, also um 1,2 Prozentpunkte angestiegen. Eine Kostenexplosion sieht anders aus. Man vergleiche diesen Anstieg der Gesundheitsausgaben im Jahre 2012 nur einmal mit der Steigerung der Energiepreise plus 5,7% oder mit der Preisentwicklung bei den meisten Nahrungsmitteln plus 3,2% oder bei den Verbrauchsgütern plus 3,7% im gleichen Zeitraum. Man fragt sich, welches Motiv hinter dem Alarmismus von Kostensteigerungen gerade im Gesundheitswesen steht. Ein naheliegender Grund, warum gerade bei den Gesundheitsausgaben Angst und Sorge verbreitet werden, dürfte sein, dass man die Beitragszahler auf höhere Beiträge einzustimmen versucht. Das scheint jedenfalls weitgehend gelungen. Nach dem sogenannten MLP-Gesundheitsreport 2014, der vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Finanzdienstleisters MLP durchgeführt wird, rechnen 3/4 der Befragten in den kommenden Jahren mit höheren Beiträgen. Ein weiteres Motiv dürfte sein, dass man die Versicherten auf Leistungsreduktionen bei der Gesundheitsversorgung bzw. auf höhere private Zuzahlungen bei medizinischen Leistungen oder bei Medikamenten vorbereiten möchte. Der wichtigste Antrieb, warum die Gesundheitsausgaben ständig dramatisiert werden, dürfte darin zu suchen sein, dass jedenfalls bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die mit 57,4% den Löwenanteil an den Ausgaben trägt, die Arbeitgeberseite an der Beitragsfinanzierung mit 7,3% des Beitragssatzes mitbeteiligt ist. In einem Land, wo die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit das oberste wirtschaftspolitische Ziel ist und wo deshalb die Senkung der Lohnkosten höchste Priorität hat und wo darüber hinaus der Mythos von den Lohnnebenkosten das politische und mediale Denken beherrscht, sind eben Ausgaben für soziale und gesundheitliche Leistungen, sofern sie als Kostenfaktor der Wirtschaft zu Buche schlagen, ein Politikum.
Bei den Statistikern, genauer bei der politischen Führung des Bundesamtes, scheint allerdings gar nicht angekommen zu sein, dass die alarmierende Überschrift für eine banale Meldung dieser Tage von der Politik überholt worden ist. Der Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Krankenversicherung wurde doch gerade von der Großen Koalition gedeckelt. Die Steigerungen bei den Gesundheitskosten sollen doch künftig allein bei den Arbeitnehmern hängen bleiben. Man mag daran erkennen, dass diese neuerliche Reform der gesetzlichen Krankenversicherung durchaus einen politisch nicht unerwünschten Nebeneffekt hat. Der Widerstand der Wirtschaft gegen steigende Gesundheitskosten wird sicherlich nachlassen. Bei gedeckelten Prozentsätzen bei der Mitfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung sind Ausgabensteigerungen im Gesundheitswesen nicht mehr von so großem Interesse für die Arbeitgeberseite, im Gegenteil. Das schafft Anreize zur weiteren Privatisierung auf diesem Feld. Denn so viel geben auch die jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes schon her. Die Privatisierung von Kliniken hat nicht zu Kostensenkungen geführt. Bei den Krankenhäusern stiegen die Ausgaben mit 2,5% sogar überdurchschnittlich. Und noch etwas macht die neue Statistik deutlich. Für das den Agenda-Reformen zugrunde liegende Argument, dass die zunehmende Alterung zu Kostenexplosionen im Gesundheitswesen führe, bieten die Zahlen keinerlei Anhaltspunkt.